zig verschiedene Varianten an Austrian probiert habe, bin ich jetzt doch mal dazu übergegangen und habe mal doch ein paar vernünftige gekauft. Also die für 10 Euro und 20 Euro, die man so hat, die kann man getrost doch gerne mal ein, zwei Mal benutzen. Im Ernstfall geht das, manchmal gehen sie auch gleich kaputt. Ja, und diesmal habe ich gesagt, okay, jetzt reicht. Ich binde mir mal einen Huni ans Bein und hole mir mal ein paar vernünftige Austrier. Ja, hier in dem Fall diese. Also man sieht schon, das sind halt Austrier für kaputte Schraubköpfe. In allen gängigen Größen. Das kleinste, was ich hier habe, ist 5, 6 mm. Und das größte, was im Kasten drin ist, ist 27 mm. Das sollte dann schon für die meisten funktionieren. Es sind zwei Dorme bei zum Ausschlagen der Schrauben. Also das heißt, wenn man die dann rausgedreht hat, ich weiß nicht, ob man das sehen hier kann, in die Verzahnung. Die ist gegenläufig und die frisst sich fest in den Schraubenkopf rein. Also das ist eine geniale Geschichte, die benutzen wir in der Firma auch. Und die sind halt wirklich top. Und dann hat man halt den verkriesknattelten Kopf hier drin mit der Schraube und dafür hat man die Austreiber. Die nimmt man quasi, schlägt hier hinten durch und die Schraube aus. Das heißt, man muss noch nicht mal einen Schraubenzieher kaputt schlagen hinten, sondern die Austreiber für die alten Schrauben sind direkt mit dabei. Das Ganze ist für einen 1/2 Zoll Nusskasten gemacht, also halb oder viertel Zoll, je nach Größe. Die kleinen sind natürlich dann halt für viertel, die großen für halb. Was ist alles drin? Hier haben wir eine kleine Beschreibung dabei. Also wir haben 6, 8, 10, 11, 12 mm plus den Austreiber und dann eben 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 und 27 mit dem größeren Ein- und Austreiber. Also sind eigentlich alle üblichen Größen, die wir hier so haben, drin. Das Set kostet im Regelfall 99 Euro plus minus. Jetzt war es gerade im Angebot für 75. Wie lange das noch im Angebot, 74 glaube ich, wie lange das noch im Angebot sein wird, kann ich nicht sagen. Aber klasse Sache, also wie gesagt, drauf auf die Ratsche, drauf auf den Schraubenkopf gedreht und durch die geniale Form fressen die sich selber in den Kopf rein und man kriegt die Schraube raus. Oder aber man dreht dann den Kopf ab, das kann natürlich auch noch passieren, dann bleibt bloß noch ausbohren und nachschneiden, das wollen wir natürlich meistens nicht. Ja, so viel dazu. Ich habe damit die Bremsscheibe gelöst, da die Titanschrauben in der Aluminiumfelge auch recht brummig waren und Imbusschrauben. Da hat man das Blöde, dass man noch einen runden Kopf hat. Da habe ich die mit der Feile an den Kanten etwas angefeilt und dann passt auch der Schlüssel drauf. Also damit kriegt man dann auch mal eine Schraube raus, wenn der Imbus verdreht ist. Ja. So viel dazu, das war's für heute. Also ich setze mal einen Link für den Satz hier runter. Wer das wirklich haben will, ist eine sinnvolle Sache. Kauft man sich höchstwahrscheinlich auch bloß einmal im Leben, hält eigentlich ewig, kriegt man nicht wirklich kaputt, wenn man sich nicht wie ein Idiot anstellt. Von daher, top Geschichte. Und ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Wo es das gibt, steht hier. Direkt Link drunter, man kann auch direkt hier bestellen, denke ich, eventuell, bin ich nicht sicher. Vielleicht übertreiben die auch nur über die Plattform. Keine Ahnung, ich habe es direkt hier bestellt. Und Lieferung recht schnell, also wie gewohnt. Ja, viel Spaß und viel Erfolg beim Schrauben ausdrehen.